musst du einfach noch ein Set von einer. Das ist der Klang meiner Uruks. Sie kommen, um dich zu töten. Zappel nicht so! So wird das natürlich nicht. Ah, shit, ich glaub, das schaffe ich doch nicht. Dann versuchen wir mal einen. Und der nicht, der wir auch haben da. Der Charles flüchtet ja schon wieder. Kehrt um! Wir werden wieder kämpfen! Der Tag hat zu verschissen auf Serie. Ihr habt da doch feige Schwein. Wie willst du dir? Komm schon her, abschau! Mein Tod wird bald gerecht werden, Tag. Niemals. Du bist mein! Und verhör man halt einmal. Stärken bereits bekannt. Und dann halt. Den kennen wir noch nicht. Wer ist denn das? Skak der Schlechter. Gerät in Panik beim Anblick von Karagors. Ich verstehe. Du wirst niemals überleben! Ja, wir nehmen dann durch. Du bist mir im Weg! Ich wollte es nur wieder haben. Und? Bleibt wachsam! Kopf ab! Jetzt darf es aber dann weniger werden. Genau, ein Kopf weniger, du sagst das. So, eigentlich wollte ich nur die Rune da aufheben. Jetzt kriegen wir endlich einmal eine Bogenrune. So, da müssen wir uns aufheben. Brauche ich Gesundheit, sehr schön. Ich will auch einen zünftigen Kampf haben. So, und jetzt bringen wir sie da mal kurz auf den Turm in Sicherheit. Und machen sie mal einen Kaffee. Huhuhuhu. Also, bis gleich dann. So, weiter geht's im Programm. Ich habe jetzt zwar noch keine Ahnung, was wir da machen sollen. Wir können Lügner, den Sänger können wir killen. Oder wir gehen, schauen wir mal, darüber zum Geist von Mordor. Das werden wir machen, genau. Das ist ein schöner Hardshot da oben. Aber wurscht. Ja, und falls euch wundert, warum über Silvester nicht rausgekommen ist. Einmal und zweimal. Ah, eh klar. Aua, wir fangen natürlich gleich gut an. Ich geb gleich mal Feuer aufs Maul. So wollte ich das nicht anfangen. Und gleich mal einen richtigen Zack. Da noch weniger ist. Du noch.
Dankeschön. Wir werden da, glaube ich, über die Brücke gehen. Ein Kraut brauchen wir ja. Was ist das da hinten gleich? Achso, das ist oben, nicht hinten. Schnappen wir uns das Ding da mal. Ah, haben wir gebraucht. Sehr gut. Und jetzt sind die da schon wieder da, oder was? Bleibt wachsam! Es könnte zurückkommen! Jemand hat ihn getötet! Habt ihr das gehört? Dann haben wir es halt noch einmal um. Mir nimmt keiner mein Schwert, aber ganz sicher nicht. Oder er wird euch erwischen! Nagelt ihn fest! Zu spät. Ah, da vorne haben wir eine Herausforderung, die kommt man auch gleich machen, hä? Huh? Wo ist das der falsche Weg? Ich muss da oben. Nee. Ich sehe mich keiner. Schaut so aus, passt. Auf wieder. Hup. Wer von euch hat diese kleine Kreatur aufgespürt? Es hat sie doch. Du kommst sicher nicht auf, oder? Hab gehört, am Schlund würde es ärgern. Klingt doch nach einem guten Kampf. Hoffentlich schicken sie mich dorthin. Wo ist er denn? Zack. Oha. War ja noch was. Wäre viel flotter. Na, da können wir nicht lang. Oder? Bin ich denn? Da bin ich. Ja, ist eh wurscht eigentlich. Gehen wir oben rum. Moment! Ich rieche etwas. Er riecht etwas. Dann geh die duschen. Schnell. Hab ich da gerade etwas gehört? Einfach durchreiten. Uah. So, dann sind wir schon so gut wie da. Warum geht das nicht? Ich will das Ding verzehren. War das halt was aus? Kann ich meinen Kopf schießen, wenn ich drauf sitze? Nein. Hier draußen kann alles Mögliche lauern. Die Dunkelheit. Greift mir der dann? Den Geist von Mordor, Sauron uns Uruks missbrauchen gnadenlos die niederen Orks um ihre gewalttätigen Machtkämpfe. Erkunde mit der Macht des Geistes, wie du dessen Machtkämpfe nutzen kannst, um durchdringe die schwachen Gemüter, um die Feinde von ihnen herauszuschmettern. Ein Ork insbesondere hat einen Verstand, der wie ein flammendes Leuchtfeuer der Schwäche strahlt. Aha. Gut, dann schauen wir, was unsere Mission ist. Waldläufer! Komm näher, wenn du die schwarze Hand suchst!
Diese Sklaven flüstern nichts als Lügen in dein Ohr. Oh, doch wenn du mich befreist, wird Redman dir alles verraten. Das nennt man Loyalität. Was dafür Geld töten. Was all diese toten Orks nicht wussten. Tu es doch, du Mistkerl! Tu es! Ich sterbe und du erfährst nichts! Bevor es von dem anderen. Vielleicht erfülle ich dir diese Bitte. Beende dein erbärmliches Leben. Nein. Ohne Spaß, Ork. Diese Sklaven sind machtlos gegen die Ork-Armee. Ihr Plan stinkt wie ein fauliger Fisch. Doch Redback kann ich die Tricks der Orks lehren. Mit Redback kann er kein gelingen. Wir finden schon raus, was du weißt. So, was haben wir denn da? Okay. Hauptmänner und Würmer geben alle Informationen über ein Zielpreis, wenn sie verhört werden. Drücke 2, um Stärken zu erfahren. Schwächen, anfällig gegen berittene Furcht vor Karagor. Na super. Schild, die du ausnutzen kannst. Seine Furcht lässt ihn zu einem panischen Feigling werden. Wenn du ihn mit einem Karagor konfrontieren kannst, wird er einige seiner Stärken verlieren und ein leichtes Ziel werden. Das ist ja nett. Immun gegen Fernkampfangriffe, heftiger Angriff, mit hohem Schaden, kann nicht gekontert werden, okay, Gruppenanführer, ist vom Gefolge umgeben, Vorsicht, bin nur bis jetzt auch Stärken. Okay, denk daran, viele Schwächen können nur aus, wenn du zuerst Informationen sammelst. Okay. Danke für die Information, mein lieber Ork. Das befreien wirklich? Dein Problem, Waldläufer, sind die Häuptlinge. Sie sind starke Anführer. Wenn ihnen nun etwas zustoßen sollte, dann könnten sie deinen kleinen Aufstand nicht niederschlagen, nicht wahr? Ich werde sie schon finden. Wie? Sie sind hier nicht gerade sehr geschätzt. Und das wissen die. Und du kannst sie finden? Oh ja. Redback wird dir den Weg zeigen. Du hilfst mir. Ich helfe dir. Lass mich das hier nicht bereuen. Fabelhaft. Wir haben jetzt genug getrödelt. Zuerst muss ich mich um einen gewissen Hauptmann kümmern. Und um ein paar Karagor. Komm mit mir, Waldläufer. Na gut. Gehen wir halt auch mit dem Redpack mit. Folge Redpack. Du kannst ihnen nicht trauen. Die Sklaven fallen dir in den Rücken. Uruks stechen dir wenigstens in den Bauch. Oder in den Hals. Wir haben ähnliche Ziele, Waldläufer. Du willst den Hauptmann töten und jemand muss seinen Platz einnehmen. Ja, er geht sogar von selber. Wie Redback. Also hat Goroth das Sagen? Im Lager, ja, aber er ist kein Häuptling. Sie unterstehen direkt der Schwarzen Hand. Ich zeige es ihnen allen, wenn ich im inneren Zirkel der Schwarzen Hand bin. Hauptmann zu werden ist nur der erste Schritt in Redbacks Plan, Häuptling zu werden. Aha. Dann tritt ihm besser ordentlich in den Nacken. Oh oh. Hast du dich befreit, Abschaum? Schildträger werden Frontkämpfer Leertaste über ihn springen. Na gut. Folgt den Waldläufer nicht mich! Er ist ein einfaches Ziel. Sein Schwert ist gebrochen. Vergesst den Abschaum und stellt euch mir, Uruks! Von allen Feinden! Nagelt ihn! Nicht mich! Das Fleisch des Waldläufers ist viel zarter! Ja, ich kümmere mich ja schon drum. Machen wir mal den Schildträger alle da.
Ja, lasst mich in Ruhe. Und er sowieso. Du bist tot. Sagt wer. Sehr gut, Waldläufer. Nun stell dir die ganzen Leichen als Gorat vor. Stell dir dein Ziel vor. Gorat will Redback schon lange ans Leder. Er ist ein dummes Stück Dreck. Wir bekriegen uns schon, seit weiter. Redback denken kann. Aber Redback gewinnt nie. Letztens hat der Redback in den Karagor-Käfig gestoßen. Alle lachten, als der Karagor Redback herumgeschleudert hat wie ein Wollknäuel. Dafür wird Gorat büßen. Dieser Drecksack wird büßen. No. Gorat hält sich Karagor in Käfigen. Gerüchteweise kommt er ihnen nur ungern zu nahe. Lass mich raten, du denkst... Dann haben wir schon aktiviert, Bas. Ich sollte die Käfige öffnen. Gorat ist immer da drin. Geht nie raus. Nie. Ich frag mich, wo der wohl hinmacht. Oh, das erklärt den Gestank. Versteck dich. Ich sorge für die Absetzung deines Hauptmanns. Guter Plan. Du tötest, ich warte. Das ist militärisches Genie. Kein Alarm auslösen. Gorat ist erfahren. Die Vorfreude macht mich ganz sabberig. Der Sabber der Rache. Wo ist er? Hier gab es einen Mord. Einen Mord? Ich muss irgendwie da rumkommen, ohne dass ich gesehen werde. Das dürfte gar nicht so einfach sein, die Festung einzudringen. Ich hab den dreckigen Tag gesehen. Ich hab dich in die Knochen. Gar nichts habt's gesehen. Du löst keinen Alarm aus. Der Tag ist wohl abgehauen. Bring ich ihn halt um, wenn er zurückkommt. Wenn er zurückkommt. Zwei Pfeile haben wir noch. Warum lebt denn der immer noch? Die besten Schmiede im Land arbeiten in den Schmieden von Durtang. Falls du schärfere Waffen brauchst, dann geh dorthin.